Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir zu dem Thema unsaubere Katzen. Ja, ein häufiges Thema. Viele Anfragen von Kunden erreichen mich, die das Problem haben, dass ihre Katze unsauber ist. Ja, in diesem Video möchte ich dir sagen, warum machen sie das? Was kannst du vor allen Dingen dagegen tun? Und ich gebe dir zum Schluss noch ein paar Tipps und Tricks von mir an die Hand. Ja, wenn man sich mit dem Thema unsaubere Katzen beschäftigt, ist das Allerwichtigste und das Erste, was man abdecken sollte, die Klärung, ob es sich um ein medizinisches Problem handelt, ob die Katze vielleicht eine Blasenentzündung hat oder ob irgendeine Krankheit dahinter steht. Aus diesem Grund ist es erstmal wichtig, medizinisch bei einem Tierarzt abklären zu lassen, ob die Katze wirklich gesund ist. Ein weiterer Punkt ist das Katzenklo. Ja, es sollte pro Katze ein Klo mehr da sein wie Katzen. Also sprich, bei einer Katze zwei Klos. Bei zwei Katzen solltest du drei Klos haben. Dann kannst du natürlich ausprobieren unterschiedliche Katzenstreus. Unsere Samtpfoten sind ja sehr, sehr verwöhnt. Also probier einfach mal aus, ob ihnen vielleicht das ein oder andere Katzenstreu besser gefällt. Du solltest schauen, wo, an welchem Platz, an welcher Stelle du die Katzenklos positioniert hast. Wähle für deinen Tiger einen Platz für die Toilette, der ruhig und ungestört ist. Dann kannst du natürlich auch die unterschiedlichsten Varianten der Katzentoiletten ausprobieren. Die eine Katze mag lieber ein offenes Klo, sodass sie schnell flüchten kann. Die andere Katze mag lieber ein geschlossenes Klo. Also auch hier gilt es herauszufinden, was deine Katze bevorzugt. Ja, dann kannst du dich mal informieren, welche Katze, welche Rasse das du hast und wie diese Rasse zum Beispiel, welche Sachen sie bevorzugt. Und wenn du ein Tier hast, was zum Beispiel sehr, sehr gerne immer in deiner Nähe ist, bevorzugt beim Menschen zu sein, und du sie aber vielleicht aus verschiedenen Plätzen ausschließt, wie zum Beispiel Schlafzimmer oder Büro, und das der Katze missfällt, dann kann es sein, dass sie das auch mit Markieren anzeigt. Sollte das mal passieren, dass irgendwie das Geschäft daneben geht, dass die Katze markiert oder auch wirklich neben die Toilette macht, bitte schimpfe sie nicht. Ganz, ganz wichtig, du solltest nicht laut sein, du solltest nicht mit ihr schimpfen, weil die Katze das nur im unmittelbaren Moment, wenn das Malheur passiert, es mit diesen auch in Verbindung bringt. Also wenn du das erst später feststellst und dafür dann deine Katze schimpfst oder bestrafst, wird sie es nicht mit dem Markieren oder Unsaubersein in Verbindung bringen können. Also solltest du deine Katze zurechtweisen, immer nur unmittelbar danach. Genau, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig für mich. Ich bin immer jemand, ich versuche immer die Ursache für ein Problem herauszufinden. Also was ist die Ursache? Warum macht die Katze das? Wie gesagt, erster Schritt war das Medizinische. Zweiter Schritt ist einfach zu erkennen, gab es vielleicht, bevor das angefangen hat, eine wesentliche Veränderung? Zum Beispiel, bist du umgezogen? Ist ein anderes Tier oder Mensch in die Familie dazugekommen? Oder vielleicht sogar auch weggezogen oder verstorben? Überleg einfach mal, was passiert ist, was unmittelbar davor für wesentliche Veränderungen stattgefunden haben.
ist vielleicht auch in der Nachbarschaft, im draußen, ist ein Haus nebendran gebaut worden, sind viele Katzen draußen vielleicht bei den Nachbarn dazugekommen. Also überleg mal, betrachte mal, was aus Sicht deiner Katze sich für eine wesentliche Veränderung stattgefunden hat, bevor das sie angefangen hat zu markieren. Dann von mir ein paar Tipps und Tricks. Sollte deine Katze markieren, ist es wichtig, du putzt es natürlich weg. Klar, versuche einfach hier mit warmem Wasser zu arbeiten, keine starken Putzmittel zu verwenden, weil damit erreichst du nur das Gegenteil, weil deine Katze wird wahrscheinlich gegen diese Putzmittel angehen wollen und wird wieder drüber markieren, wird ihren eigenen Duft wieder draufsetzen und damit hast du eine Kontraproduktion. Also das bringt dir nicht wirklich was. Generell grundsätzlich solltest du auf die Putzmittel mal achten, die du verwendest, dass die natürlich so natürlich wie möglich sind, so wenig Chemie wie möglich drinnen ist und auch Zitronenduft mögen Katzen nicht so gerne. Also vielleicht schaust du auch mal, was du für Putzmittel verwendest und ob deine Katze, wenn sie markiert, vielleicht immer dann markiert, wenn du frisch geputzt hast, weil dann ist es für dich das Zeichen, dass sie einfach drüber markiert. Genau, dann habe ich noch den Tipp für dich. Wenn sie zum Beispiel immer wieder an die gleiche Stelle hinmacht, diese Stelle könntest du mit Alufolie auslegen. Weil das raschelt, das Geräusch mögen die Katzen nicht unter ihren Pfoten. Die Gefahr besteht natürlich, dass sie dann diesen Platz meidet und sich vielleicht einen neuen sucht. Das kann dir natürlich passieren. Was auch sehr hilfreich ist, wo ich viele tolle Rückmeldungen von den Kunden schon bekommen habe, ist, wenn du an diesen Plätzen, wo die Katze markiert, du ihr dort vielleicht ihr Futter mal anbietest, ihr Leckerlis gibst, weil wer macht schon gerne an diese Plätze, wo man sein Futter bekommt. Und Katzen sind ja sehr reinliche Tiere, sehr saubere Tiere. Von daher vielleicht probierst du es mal aus und beobachtest deine Katze, was sie macht, wenn sie dort ihr Futter bekommt. Aber das Wichtigste, wie gesagt, ist herauszufinden, worin die Ursache liegt. Wenn die ganzen Beispiele und Tipps, die ich dir jetzt genannt habe, nicht zum Erfolg führen, dann kann ich dir empfehlen, eine Tierkommunikation, ein Gespräch mit deinem Tier zu machen, um herauszufinden, wo die Ursache liegt, was deinem Tier vielleicht missfällt, was es gerne anders haben möchte. Und sehr häufig sind es nur Kleinigkeiten, die wir Menschen verändern und wir können somit das Problem, das der Katze missfällt, weshalb sie mit ihrem Markieren vielleicht aufmerksam machen möchte, beheben können. Also, ich hoffe, die hilfreichen Informationen und Tipps von diesem Video helfen dir weiter. Probier es aus und wenn nicht, kannst du die Möglichkeit wählen, mit deinem Tier über die Tierkommunikation kommunizieren zu lassen. Jetzt hoffe ich, dir hat das Video gefallen und du hast ein paar neue, hilfreiche Informationen und Tipps für dich mitnehmen können. Alles Liebe für dich und dein Tier wünsche ich dir, die Andrea. Danke dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.